sind Yvonne und Sarah. Hi, und heute zeigen wir euch unsere, oder beschreiben wir euch unsere Lieblings-TV-Serien und die Flops, die es ja manchmal auch gibt. Wir haben ja mal ein Pretty Little Liars-Video gedreht und das hieß Ezra S.A. oder so. Auf jeden Fall schreibt uns jeden Tag irgendjemand unter dieses Video: Seid ihr dumm? Ezra ist nicht A. Und jetzt wollten wir mal sagen, wir wissen, dass Ezra nicht A ist. Wir gucken mittlerweile natürlich auch schon weiter. Das war ja eine lange Pause. Ja. Das war in dieser Folge zufällig, dass alle dachten, Ezra ist A. Aber jetzt wissen wir es natürlich auch. Aber ich glaube, also ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich bin jetzt bei Folge 2 von Staffel 5. Aber ich glaube ja nicht, dass A tot ist, ne? Kommen wir zurück. Also, genau, also man denkt ja, es wäre Shauna gewesen. Ich bin bei Folge 5. Zu einfach. Ich glaube auch. Die nächste Folge heißt ja A is back. Also deswegen glaube ich sowieso, dass jemand anderes A ist. Das wird ich niemals sehen. Mal gucken. Pretty Little Liars ist schon mal unser erster Tipp. Ja. Das muss man echt gucken. Es gibt jetzt 5 Staffeln. Und läuft die jetzt auch in Deutschland? Auch Super Teil? Ja, auch Super Teil. Leider sind die Quoten nicht so gut, habe ich gesehen. Wahrscheinlich, weil die Fans eh schon alles geguckt haben. Und weil es auf Super RTL läuft, glaube ich. Also nicht, dass ich Super RTL schlecht machen will, aber das ist so der Sender, da setzt man es nicht zufällig rein. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist es eine tolle Serie, wenn man hübsche Mädchen, hübsche Männer und Spannung mag. Ja. Genau. Die zweite, die wir euch empfehlen können, ist Revenge. Auch wenn man hübsche Frauen und Männer, obwohl die Männer finde ich nicht ganz so hübsch, die Frauen finde ich hübsch. Man sagt ja, Revenge ist die Mischung aus Pretty Little Liars und Desperate Housewives. Finde ich aber auch so. Es ist halt so ein erwachseneres Pretty Little Liars. Genau. Unsere dritte Top-Serie. Die habe ich mir jetzt die ganze Zeit mit meinem Freund angeguckt, nämlich Game of Thrones. Gibt es ja schon ewig und alle sagen immer, oh, so geil, müsst ihr alle angucken. Und ich war immer so ein bisschen, okay, mal gucken. Dann haben wir mal eine Folge geguckt. Fand ich irgendwie nicht gut, aber ich glaube, ich war auch an dem Abend echt müde und so und hatte keinen Bock auf Fernsehen. Und dann haben wir jetzt wieder angefangen, vor 2 Wochen, glaube ich, und sind jetzt schon bei Staffel 3. Und die packt einen so krass. Echt? Es ist ja jeder stirbt da. Da mag man gerade mal einen und dann stirbt der. Oh, das mag ich immer. Und es ist auch wirklich hart. Also man sieht, wie die da aufgespießt werden. Ah, so. Nee. Da muss ich leider auch weggucken. Aber es ist echt geil. Also ich glaube, für dich wäre es nichts. Nee. Aber ich mag das. Also ich bin ja echt so ein Schisser. Ich gucke auch Pretty Little Lies nicht gerne, wenn ich allein daheim bin. Das ist ganz irre. Für mich wäre es nichts. Aber wenn man Spannung mag, soll man es gucken, ne? Ja. Gut. Und wir hatten noch eine vierte, ne? Ja, die mit Twisted. Genau, das ist nämlich auch sowas wie Pretty Liars mit Avon Jogia. Von Victoria. Ja, super cool. Ich mag den gerne. Früher nicht verknallt. Ja, der ist auch schön. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, über Twisted. Das kann sein. Es ist sehr, also es läuft ja in Deutschland noch nicht, aber es ist wirklich ähnlich wie Pretty Liars. Auch da stirbt jemand plötzlich und alle verdächtigen ihn, und weil er mal in dem Gefängnis war. Es ist echt auch spannend. Auf jeden Fall sehr cool. Ja. Genau, unsere Flops sind zum einen Ravenswood. Ich habe mich ja total gefreut auf Ravenswood. Ja. Mit Caleb, den fand ich ja auch super cool. Also wer es nicht weiß, Ravenswood ist ja das Spin-off von Pretty Little Liars. Genau. Und es wurde ja so angeheizt und alle meinen so, oh, voll geil und keine Ahnung, aber es wurde auch direkt abgesetzt. Ja. Ja, es war halt wieder so, Pretty Little Liars ist ja realistisch. Ja. Also jetzt auch nicht so realistisch. Ja, aber halt schon nicht mit Mystik und Geistern und so. Genau, das war schon... Und Ravenswood, das war ja dann in der Pretty Little Liars Serie so verknüpft. Das war dann plötzlich, war die eine tot, dann war so ein Gespenst oder was, ich weiß schon nicht mehr. Nee, das war ganz schlecht. Und ich fand es ja auch immer blöd, wenn die Pretty Little Liars Folgen in Ravenswood waren. Ah, das war ja auch ganz schrecklich. Die waren... Wenn sie plötzlich alle in Schwarz-Weiß waren. Ja, oder so dunkel. Nee, Ravenswood ist echt, also müsst ihr nicht mehr mit anfangen. Das gibt's ja auch nur auf Englisch und da versteht man auch nur eine Staffel oder nur ein paar Folgen? 5 Folgen, glaube ich. Nur? Ja. Ist ja nichts. Das ist echt nichts. Aber zum Glück kommt Caleb ja wieder zurück. Ja. Aber ich mochte auch die Schauspieler nicht. Ich mochte nur Caleb. Du hast aber dass der ausgestiegen ist dafür bei Pretty Little Liars, ist schon hart. Mhm. Gut, er dachte halt, seine eigene Serie kriegt er. Ja. Aber jetzt hat er ja die Chance zurück und der sieht ja in der neuen Folge echt viel besser aus. Das siehst du dann. Ja. Ich hab's gerade gesehen, ja, er kam jetzt schon. Ja. Sieht echt anders aus als früher, nicht mehr die langen Zottelhaare. Genau, und unser Flop Nummer 2 ist Veronica Mars. Ich habe da gar nicht so viel, ich habe glaube ich nur eine Folge gesehen. Also es war so, ich habe damals Pretty Little Liars zu Ende geguckt und dann dachte ich, sowas ähnliches, habe eine Freundin gefragt, Kathi. Dann habe ich mir die DVD bestellt, die Staffel, und habe mich gezwungen, 5 Folgen durchzugucken. Und es ist so, es ist auch spannend auf jeden Fall. Es hat auch was mit Mord und mit Verschwinden und so zu tun. Aber wenn man gewohnt ist, dass die Schauspieler alle wunderschön sind, wie Pretty Little Liars, und alles so locker und einfach ist, dann ist Veronica Mars nichts, weil es ist irgendwie so Ghetto und ich finde die auch alle nicht so hübsch. Die Hauptdarstellerin sieht ganz gut aus, aber die wird auch so ein bisschen hässlich gestylt.
Also ich stehe halt auf dieses kitschige Leid, ja, auf dieses American. Ja, das ist das Coole an ja. Ich mag das leider, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das könnte schon manchen gefallen. Also die, die jetzt nicht so nur wunderschöne Leute sehen wollen, sondern so ein bisschen real, reales Fernsehen wollen, die können das auf jeden Fall gucken. Ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich finde, es ist so alt gemacht. Man hat das Gefühl, man guckt eine Serie aus den 90ern. Aber die ist doch auch schon voll alt, oder? Ja, die ist auch schon alt, stimmt. Aber der Film ist jetzt gerade neu. Ja, wollte ich auch sagen, den Film gibt es jetzt gerade. Oder? Aber der lief nicht im deutschen Kinos, oder? Weiß ich nicht. Es war ein Kinofilm, aber nicht, also ich glaube nur in Amerika. Aber die Hauptdarstellerin, die ist eigentlich doch voll hübsch. Wie heißt sie nochmal? Kristen Bell. Ja, war die nicht mal mit Joey Jonas zusammen? Doch, die haben sich gedatet, ganz sicher. Die ist doch viel älter als er. Die haben sich gedatet, ich schwöre es dir, die haben sich gedatet. Nee. Doch. Nein. Naja, auf jeden Fall waren das jetzt unsere Serien, die ihr gucken sollt, wenn ihr mit Pretty Little Lies zu Ende seid sozusagen. Genau. Oder wenn ihr immer keinen Bock habt, auf Dienstag zu warten, bis eine neue Folge kommt. Das nervt mich wirklich. Ja. Ich gucke immer ein bisschen ein paar Folgen hintereinander, so ein Stück. Ich habe jetzt auch noch vier Folgen habe ich sogar jetzt. Ah, das ist geil, weil dann kannst du dich einfach mal einen Abend hin chillen und nur Pretty Little Lies. Schaffe ich halt leider gerade nicht, aber ich glaube, jetzt mache ich es mal wieder. Mach das. Lohnt sich. Ja, das war unsere Serien. Erklärung. Ja. Und wenn ihr auch eine coole Serie kennt, die uns gefallen könnte, dann schreibt sie doch mal hier drunter. Dann schauen wir die mal. Und bald kommt auf jeden Fall ein neues PLL-Video. Ja, wenn ich dann alle Folgen geguckt habe. Wenn sie alle Folgen geguckt hat. Und bitte schreibt nicht mehr, dass er es schon nicht ist, wir wissen es. Danke. Ciao. Bis dann, tschüss.